Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen Folge. Let's play Typewriter. So, und gucken wir mal, wie es jetzt weitergeht. Mit der Garamond. Hui. Garamond. Uah. Ja. Was zur Hölle? Das ist fast wie ein Uncharted. Und. Oh, ich kann sogar schwimmen. Nikolas Jensson. Na, gucken wir mal, wer das ist. Ich werde eine Schrift erfunden oder so. Porträt von Nikolas Jensson, 1420 bis 1481. Nikolas Jensson. Nach der Renaissance verbreiteten sich Schrift- und Kulturszenen zunehmend auch außerhalb des kirchlichen Einflussbereichs. Der Humanismus, der ab dem 16. Jahrhundert in ganz Europa an Boden gewann, sah den Menschen als Mittelpunkt des Universums. Die Humanisten gaben Kultur und Wissenschaft einen hohen Stellenwert und setzten sich für die Popularisierung von Wissen ein. Sie weckten auch neue Interesse an Texten aus dem Altertum, die in großer Zahl übersetzt und kommentiert wurden. In Italien war das Quattrocento, 15. Jahrhundert, durch eine Renaissance der Künste geprägt. Der Austausch mit Deutschland führte zur raschen Verbreitung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern. Mainzer Drucker wie die Gebrüder Johann und Wendeling von Speyer ließen sich in Venedig nieder und trugen zur Beliebtheit der Antiqua-Type bei, die bald die gotische Schrift aus dem Druckwesen der damaligen Zeit verdrängte. Nach dem Tod Johann von Speyers übernahm der Franzose Nicolas Jensson die Druckerwerkstatt. Der Drucker, der mehrere Jahre lang als Lehrling bei Gutenberg tätig gewesen war, war für die Qualität seiner Lettern bekannt. Im Lauf der Zeit vervollkommnete er die Antiqua und entwickelte die nach ihm benannte Schriftart Jensson Antiqua. Bis zu seinem Tod war im Jahr 1481 war er am Druck von rund 150 Werken unterschiedlichster Art in Latein und Italienisch beteiligt. Ja, das ist ja mal ein krasser Typ gewesen. Aber so richtig krass. So, dann schauen wir doch mal, wie es weitergeht. Und da haben wir einen Weg. Ich darf nicht mitfahren. Ha, muss ich sogar. Geil. Hui, eine Rundfahrt, ist lustig, eine Rundfahrt, schön. Hollari, hollari, hollaro. Nee, gut. Zack, 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 zack. Hopp, hopp. Juhu. Ui. Nein, das ist nicht schlecht. Ich hoffe, die Kugeln können lange die Luft anhalten. Suetonius, a list of the 12 Caesars. Gedruckt von Robert Estienne, 1540. Die Kursivschrift. Auch Aldo Manusia, der nach seinem Schwiegervater Andrea Torresani di Azzola die Nachfolge von Nicolas Jensson antrat, ist bis heute für seine Neuerungen auf dem Gebiet des Buchdrucks bekannt. Insbesondere schuf er aus Gründen der Kostenersparnis die ersten Bücher im Kleinformat, sozusagen die Vorläufer des heutigen Taschenbuchs. Yeah! Der Humanist und Leser antiker Schriftsteller wollte mit Hilfe preisgünstiger Bücher die Verbreitung der klassischen Texte fördern. Um Blattsparen zu drucken, ließ er spezielle Lettern anfertigen, die 1499 von Francesco Raibolini, auch Francesco Grifo oder schlicht Grifo genannt, entworfen und geschnitten wurden. Die Buchstaben dieser ersten Kursivschrift waren geneigt und schmaler als die der bisherigen Antiqua. Sie lehnten sich an die Kanzelleresca. Die in der Kanzlei des Papstes gebräuchliche Schrift, die ihrerseits auf der humanistischen Kursivschrift beruhte. Nach Streitigkeiten trennte sich Grifo 1502 von Aldo Manusio. Einige Jahre später, 1516 um genau zu sein, eröffnete er in Bologna seine eigene Druckerei und erstellte eine neue Kursivschrift, die als seine beste gilt. Seine Arbeit, die internationale Anerkennung fand, trug zur Verbreitung der Antiqua bei. Boah, ich glaube, nach diesem Let's Play brauche ich echt in jeder Weise zum Trinken. Na komm, na komm, na komm. Ah, aber.
Mann! Komm! Nein! 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 Oh. Richtung, oder? Und so, hä? Da lang, da lang. Oh, hey, ich kann ja leicht fliegen so. Mann. Dann nochmal. Ja, toll. Oh, Mann. Und hopp. Also langsam ist die Steuerung echt ein bisschen schwierig hier. Oh, toll. Toll. Geoffrey Torrey. Whatever. So, dann gucken wir doch mal, wer dieser Geoffrey Torrey eigentlich ist. Wow. Okay. Seite des Faximile. Von Champ Fleury. Von Geoffrey Torrey. Ja, von wem ist? 1529. Geoffrey Torrey. In Frankreich wurde der Buchdruck 1470 auf Wunsch des Rektors der Pariser Universität an der Sorbonne von 3 deutschen Druckern eingeführt. König Franz I. trug nicht umsonst den Beinamen Vater und Wiederhersteller der Geisteswissenschaften, denn er förderte die Künste und Wissenschaften ebenso wie den Buchdruck. Er verfügte jedoch auch eine strengere Kontrolle der Publikationen und bestimmte insbesondere im Jahr 1537, dass ein Exemplar jedes in Frankreich veröffentlichten Buchs in der königlichen Bibliothek hinterlegt werden müsse. Zur damaligen Zeit waren die Drucker und Herausgeber Humanisten, die zur Verbreitung antiker Texte beitragen wollten. Geoffrey Torrey, ein in Italien ausgebildeter Drucker und Buchhändler, lehrte auch Grammatik und Philosophie an der Sorbonne. Zur Entwicklung des Buchdrucks trug er insbesondere durch sein berühmtes Werk Le Champ Fleury aus dem Jahr 1529 bei. Wie Luca Pacioli in Italien oder Albrecht Dürer in Deutschland vor ihm strebte er eine rationale geometrische Form der Buchstaben an. Für ihn wies der menschliche Körper perfekte Proportionen auf. Wahrscheinlich in Anlehnung an Vitruvs Abhandlung zur Architektur fügte er die Großbuchstaben in ein Quadrat mit zehnfacher Unterteilung ein, das für die Proportionen des menschlichen Körpers stand. Er wurde von Franz I. zum Buchdrucker des Königs ernannt und hinterließ bei seinem Tod 1533 in Paris ein beachtliches Werk. Ach, Jemine. So. Es ist halt schon alles echt richtig geil gezeichnet, muss man einfach mal so sagen. Also ich habe gerade keine Ahnung, welche Firma hinter dem Spiel eigentlich steckt, aber Big Fat Respect dafür. Oh, da ist Google, da ist Google, da ist Google, da ist Google. Maus. Hopp. Hopp. Nee. Hopp. 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 Ja, fick dich. Hä? Wie krieg ich denn das Wasser runter? Ach, warte mal. Da muss ich bestimmt die Dinge da hinten drehen irgendwie. Das
hat noch nichts gebracht. Hopp, 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 hopp. Arbeit. Halt. Ganz langsam ins Deck bewegen, ganz langsam. Hä? Ja, geht doch. Anstrengendes Spiel. Na, komm, raus hier. Nee. Wow. Was kann man damit machen? So, machen wir jetzt den Buchstaben drauf. Und zu. Ja, noch erwischt. Oh, yeah. Oh, ich hasse so Fitzelarbeit. Robert ST. Ja, gut, fast. Die sehen ja alle irgendwie gleich aus. Hä? Nein. Hä? Hä? Wie kann ich denn jetzt das Ding lesen? Ah, okay. Porträt von Robert Estienne, 1631. Robert Estienne. Im Laufe des 16. Jahrhunderts wurde die Druck- und Buchbindetechnik stetig vervollkommnet und entwickelt sich in allen Ländern Europas. Bücher und andere Druckereierzeugnisse wurden zum bevorzugten Medium zur Verbreitung der Ideen der Reformation und unterlagen einer immer strengeren Kontrolle. Mann! Die katholische Gegenreformation brachte umfangreiche Repressionen gegen die Protestanten. Der Pariser Verleger Etienne Delay, der zahlreiche protestantische Texte druckte, wurde der Gotteslästerung angeklagt und seine Publikationen wurden 1544 bei einem Autodafé auf dem Vorplatz von Notre Dame verbrannt. Zwei Jahre später endete selbst er mitsamt seinen Büchern auf dem Scheiterhaufen. Ja, das waren noch gute Zeiten damals, würde ich sagen. Der Lexikograph und Drucker Robert Estienne wurde 1503 in Paris geboren. Der Sohn von Henri Estienne I. ging bei Simon de Collines
in die Leere, dessen Werkstatt er bis 1526 teilte. Beim Tod von Konrad Neobar wurde er 1539 zum Buchdrucker des Königs für Hebräisch und Latein und 1540 auch für Griechisch ernannt. Er war es, der bei Claude Garamond eine griechische Schriftart namens Le Grec du Roy in Auftrag gab. Robert Estienne war Anhänger der Reformation und pflegte Beziehungen zu Humanisten in ganz Europa. Er genoss den Schutz Franz des Ersten und entging dadurch der systematischen Verfolgung der Protestanten. 1550, kurz nach dem Tod seines Beschützers, musste er seine Pariser Werkstatt aufgeben und vermachte sie seinem Sohn Henry. Er verließ Frankreich, die Matrizen der Schrifttype Le Grec du Roy nahm er mit und beendete seine Karriere im Exil in Genf, wo er 1559 starb. Harter Tobak. Nein. Nee, komm schon. Die Grec du Roy. Mei, ist das viel zu lesen. Titelseite mit einem typografischen Zeichen von Robert Estienne, 1548. Die Grec du Roy. Die Grec du Roy sind eine Serie griechischer Schrifttypen, die auf Wunsch des Königs von dem Typografen Claude Garamond für den Drucker Robert Estienne entworfen wurden. Garamond stützte sich bei seiner Arbeit auf Vorlagen von Angelos Ferrigikios, einem italienischen Kalligraphiker kretischer Herkunft, dessen Schrift als besonders ästhetisch und gut lesbar galt. Neben ihrem rein typografischen Wert ist diese Schriftart auch wegen ihrer bewegten Geschichte bekannt. Robert Estienne, der 1550 nach Genf ins Exil flüchtete, um der Protestantenverfolgung zu entgehen, nahm einen Satz der von Garamond entworfenen griechischen Buchstaben mit. Sein Sohn und Erbe Henry II. Verkaufte nach dem Tod seines Vaters die Lettern für 400 Goldmünzen, um eine hohe Schuld zu tilgen. Ein zweiter Satz der berühmten Grec du Roy wurde Estiennes jüngerem Sohn Robert II. Anvertraut, der dafür nach Frankreich zurückkehrte und den Protestantismus abschwor. Doch die Lettern gingen in den Wirren der Religionskriege verloren. Erst fast ein Jahrhundert später wurden die von Garamond gefertigten Originalmatrizen auf Wunsch König Ludwigs XII. Zurückgeholt und in der Zeichensatzsammlung der 1640 gegründeten königlichen Druckerei archiviert. Ja. Schön, ich weiß schon, wie ich zu der Kugel komme, aber komme ich denn zu dem Ding, was ich lesen muss? Claude Garamond.
Oh je, oh je, oh je, oh je. Porträt von Claude Garamond, 1499 bis 1561. Claude Garamond. Claude Garamond setzte das Werk Geoffroy Torrys als königlicher Buchdrucker fort. Ja, nee, ach was. Wer hätte das gedacht? Er war einer der ersten Typografen, der seine Schriftarten verkaufte, im Gegensatz zur damals üblichen Praxis, nach der die Werkstätten die von ihnen hergestellten Lettern ausschließlich für ihre eigenen Publikationen verwendeten. Der Typograf, der über eine eigene Schriftgießerei verfügte, schnitt und goss eigene Lettern, die er anschließend an die Drucker verkaufte. 1541 wurde Claude Garamond mit der Entwicklung eines griechischen Zeichensatzes nach Vorlagen von Angelos Vergicchios, einem italienischen Kalligraphiker kritischer Herkunft, beauftragt, die berühmten Grex Duroy, die auf königlichen Wunsch für den Drucker Robert Estienne entstanden, werden bis heute aufgrund ihrer Eleganz geschätzt. Garamond erhielt für sie den Titel königlicher Schriftgießer. Der fortan allgemein anerkannte Pariser Typograf entwickelte auch eine neue, nach ihm benannte Antikerschrift. Seine beliebten Schriften fanden rasch in ganz Europa Verbreitung und wurden von vielen namenlosen Schriftgießern kopiert. Die Garamond und die Kursivschrift Francesco Griffos wurden zu den meistgebrauchten Schriften für den Druck der Texte des klassischen Altertums, die zur damaligen Zeit in ganz Westeuropa vielfach neu aufgelegt wurden. Die Garamond, von der seither zahlreiche Varianten entstanden, wird im französischen Verlagswesen bis heute viel verwendet. Beispielsweise in der von Gallimard herausgegebenen renommierten Klassikerreihe La Pléiade. Sind das komische Namen, oh Mann. Komm, geh rein. Das war anstrengend. Ja, das war Garamond. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns auch bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Und ich muss jetzt was trinken. Ciao.